The ninth plague. Darkness. Dunkelheit. So, na dann wollen wir mal gucken, machen wir uns hier erstmal am Strand wieder um. Und dann schauen wir mal, was die Finsternis so bringt. Ein Specht. What? Probieren wir mal. Jetzt hier. Nee, da. Ja, weil 1, 2, 3, 4 Aststücke. Oh, Glück gehabt. Okay, cool, hat funktioniert. Na, ihr illustre Drecksbande. Muss ja auf Feuer stehen hier. Bisschen chillen. Soll ich ein bisschen Burger aufwerfen? Nein. Okay. Aber jetzt geht's los. Okay. Du bist der Bogenschütze? Dann jetzt hier alle Punkte drauf. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Was machst du? Bla 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 bla. Bla 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 bla, was? Tage habt ihr schon hinter euch, oder? Warte mal. Schütze? Bla 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 bla. Fische, würde ich jetzt mal sagen. Bla 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 bla. Sag mal Fische. Sie ist vage. Das soll wahrscheinlich Löwe darstellen. Oder einen alten Kater? Wie ist der Geier wird? Alter Kater. Okay. Ja, ein Stier. Ne? Und was bringt uns das jetzt? Nichts. Nichte. Haben wir hier Schönes. Alles klar. Sollen wir nachbauen? Ja, wir sollen nachbauen. Okay, alles klar. Cool. Wiederstellen. Cool. Wieder auf Rot. Und ja, das kann ich jetzt nicht machen. Was? Oh, okay. Nee, alle klar. Oh nein, der Mond, der blutet. Bloody Moon. Ein Blutmond. Wie schön. Und ja, alles klar. Okay, gut, dann haben wir doch recht gehabt irgendwie. Es sind Zodiacs. Mein Onkel war Schütze. Schütze ist, glaube ich, das. Jetzt sind die hinter. Das sind zwei. Danach war mein Bruder mit
Fische, ne, glaube ich. Nicht der Meinung. Oh, ich hoffe, das ganz klägliche Sternzeichen wissen hier irgendwie. Schwester war die 3 und die war Waage. Und Waage ist. Das, wie sie tatsächlich? Das ist diese, glaube ich. Nein. Geh weg. Waage war wie dieses ominöse Omega-Zeichen. So, die Oma war Löwe. In the Lion is this one. Und Vater. Vater war der Stier. Vater war der Stier. Ein Stier ist gut. Ja, cool. Nice. We got a key. Okay, scheinbar müssen wir hier noch ein paar andere Schubladen aufmachen. Okay. Und können wir den hier benutzen gleich? Ja. Bringt uns aber einen Scheiß. Den zweiten Schlüssel ja noch nicht haben. Okay, gut. Second Moon. Die jetzt noch was zu sagen? Nee, okay. So, den Specht haben wir abgefrühstückt. Bung. Was ist das? Rote. Ach, das ist. Ach, die Mondträne. Alles klar. Roter Mondstein. Waage, Zwilling. Ah, ist natürlich cool. Man kriegt so ein paar kleine Tipps hier noch. So, die picken wir mal mit. Ein schönes Bild. Die Sonne wird zu Finsternis und der Mond zu Blut. Bevor der Tag des Sees kommt. Der herrliche Tag. Ja, da kann man sich natürlich jetzt mal streiten drüber, was hier ein herrlicher Tag ist irgendwie auf dieser Insel. Aber, naja. Das ist halt so ein Kult. Okay, alles klar. Hier müssen wir anscheinend irgendwas reinmachen. Das war wahrscheinlich noch nicht stapeln. Hey. Kuh. Schneckenhaus. Okay. Mach die weg hier. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht. Nee, wird nicht gehen. Können wir hier? Haben wir hier irgendwas drin? Oh, da hier. Moos. Schau mal an. Ja, bitte. Läuft da wie ein Länderspiel hier. Schöne Ding. Warte mal. Grün. Eins ist grün. Jawohl. Okay. Sehr schön. Blau ist 2. Die rote 3. Braun. Ist das braun? Wenn's braun durchgeht. Na, ihr wusstet. Nein, macht aber das Gleiche. Können wir jetzt hier weiter drin machen? Grün. Ja, okay, alles klar, cool. Wir müssen anscheinend Pulver hier drin machen. Grün war die 1. Als zweites war, glaube ich, blau. Also, warte mal, grün war jetzt, was, ein Stier? Oder war da jetzt zu sehen? Das ist ein Stier, würde ich sagen. Dann einfach blau. Blau ist Zwillinge. Danach war rot.
sieht so aus. Gut. Okay, also die 1 war Stier. Die 2 war Zwilling. Zwilling. Dritte? Gloria, Gloria, das Zwilling. Die 3 war Skorpion. Ich hoffe, dass das richtig ist. Ich glaube, das ist der Skorpion. So, braun war die Nummer 4 und das war der Widder. Wo ist der Widder? Wo ist der Widder? Widder, Widder, Widder. Na, da müsste Widder sein, glaube ich. Und die 5 war Waage und das war ja diese Omega. Yes! Ich bin der Geilste. Nicht. Und wir haben den silbernen Schlüssel. Alles klar, können wir jetzt hier das Schloss aufmachen? Nimm. Jawoll. Und? Ah, okay, alles klar. Wir haben die Leiter runtergehoben. Ach, was ist das denn jetzt hier? Okay, schauen wir mal erstmal hier. Ah, okay, alles klar. What? Okay. Ah, gut, naja, alles klar. Wir müssen die Sternzeichen nachbauen. Mit 3 Komponenten ist das recht schwer irgendwie. Also war ja recht schwer. Na, ihr hättet das wahrscheinlich jetzt im Nu fertig, ihr cleveren Leute hier. Aber kriege gerade so einen kleinen Knoten ins Hirn. Und dadurch. Weil ich sag mal, mit 2 Koordinaten oder mit 2 Komponenten geht das, finde ich, immer noch. Aber mit 3. Das Löwe. Hier ist die 2. 2 ist Schütze. Schütze. Und dann brauchen wir jetzt noch die 3. Wo ist die 3? Da. Na, das. Alles klar. 3 ist. Die hier? Ich weiß es nicht genau, aber ich würde raten und sagen Stier. Gut. Das heißt, ich kann jetzt hier wieder runter, ne? Und hier wieder ran für das nächste Ding. Ich würde es mal probieren. Also, was haben wir gesagt? 1 war Zwilling. Die 2 war der Schütze. Der Schütze. Die 3, nee, warte mal. Da
So, die 4 war der Löwe. So, und der 5. Der 5 war der Skorpion. Yes. Na Mensch, läuft ja wie ein Länderspiel hier heute. Goldener Schlüssel. So. Den haben wir schon mal. So, was ist das jetzt hier? Was sag ich hier? So, Elefant. Elefant ist Waage. Noch Ente. Säule ist. Das ist halt, glaube ich, war. Ich habe immer gedacht, dass das hier, also halt, ne, die 69. Ich habe immer gedacht, dass das eigentlich Fische ist. Aber ist Krebs. Ha. Ja, was bringt uns das jetzt? Wir haben 5 Stück wieder, aber ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Wir haben 5 Stück. 5. Genau zu sagen. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Guck mal. So, hallo, ihr Elefant. Alles klar. Dann macht das natürlich Sinn. Und du bist wahrscheinlich der Adler. Alter, du siehst so krass aus, wie ihn, den ich kenne. Ich grüße hier nochmal Dirk. So, du bist die Eule. Hm, alles klar. Du warst die Ente. Und Vater ist... Ja, du bist der Hirsch, alles klar. Also. Elefant war 1. Der... Adler war die 2. Nein, guck mal. Also. Das ist die 1. Der Adler ist. Das ist die 2. Die 3 war die Schwester und die war die Eule. Kombination. Okay. Also. Nummer 1 war hier. Nummer 2 war hier. Nummer 3 war die... Was man ja wirklich fies ist irgendwie. Überlegt man wegen Sternzeichen und wegen Tier. So im Sternzeichen der Eule war die 3. Die war Krebs. Krebs. Die Ente war Nummer 4 und die war Schatze. Und Nummer 5 war der Irsch. Und jawoll. Der Kupferschlüssel. Wir haben den Kupferschlüssel. So, zack. Mann, komm, mach doch hier auf das Ding. Ja. Okay, cool. Oh, hey. Ja. Und nun?
Alles klar, wir können die Eule mit den Feuern jeweils nach links und rechts, und das wird, ist das geradeaus? Jawohl. Bewegen. Und ich würde mal sagen, wir müssen die hier durchschlingeln. Naja. Schau mal. Oh, drei. Nach vorne. Ja, das sieht gut aus. Eins, zwei, drei, vier. Nach vorne. Oh, ja. Drei Stück. Eins, zwei, drei. Nach vorne. Nein. So, jawohl. Eins, zwei. Reicht das? Nein, reicht nicht. Und nach vorne. Und weg ist sie? Oder da ist sie? Wo ist da? Ja, ist jetzt einfach weg oder was? Oder ist er angekommen? Ist sie jetzt an der Insel? Ist er am Strand vielleicht? Wir können mal unten gucken. Lass uns mal unten gucken. Kann man sonst noch irgendwas machen? Mond. Können wir die Leute anwerfen? Ja, tatsächlich, das geht doch. Aber das. Ja, das sind noch die alten Sachen. Können wir am Strand hier vorne noch was tun? Nee. Können wir nicht. Dope. Ja. Eule. 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 Ja, mit der Eulen haben sie es irgendwie. Oh. Die Gebeine deiner Mutter. Krass. Okay. Und, was nun? Gebeine, ich wünschte, es wären deine. Das ist immer geiler Grabsteinspruch so. Hier liegen meine Gebeine, ich wünschte, es wären deine. So. Ja. Kann ich hier die Eule? Gebeine meiner Mutter? Nee. Es geht nicht. Das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Gehen wir noch machen. Oh, Moment mal. Ach, ja. Na, das ist ja toll. Magisches Pulver. Aha. Das ist auch natürlich die erste Intention, die man hat. Erstmal die Beine seiner Mutter durch den Mahlwolf dremmeln. Warum auch nicht. So, dann würde ich jetzt mal hier zum Feuer gehen. Und sagen. Zeig mir mal, was jetzt passiert. Aha! Aha! Ja, damit! Und sie haben unsere Mutter auf den Scheiterhaufen verbrannt. Pack, Alter. Gott, nee. Ja, und damit haben wir den Kubus und können hiermit jetzt die Plage abschließen. Und ja, tatsächlich dürfte jetzt bloß noch eine Plage übrig sein.